Dann schauen wir mal. Wir sind live. Jawohl, wir sind live in der Gruppe. Ton passt. Schauen wir mal. Ja, genau. Ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich muss mich ja Hallo. hier orientieren. Hallo, hallo, wunderschönen guten Abend von der Irmgard und der Sabrina. Sabrina. Ich gehe mal von aus, heute Abend können wir uns Vorstellungsrunde sparen. Ich denke doch, dass die meisten von euch wissen, wer Sabrina ist. Vielleicht ein Satz zu dir, bis alle hier eingeloggt sind und live dabei sind. Kannst du mal ein bisschen Zeit überbrücken? Ich gucke mal hier, ob die Übertragung läuft. Sabrina, wer bist du? Gerne. Ja, Und ich bin ja, wie viele? Sabrina. Und ja, eine liebe Kollegin von Irmgard und ich bin Consultant vom Proctor Gallagher Institut, also vom Bob Proctor persönlich. Und ja, deswegen sind wir heute ja auch nochmal hier. Ja, genau. Und heute geht es um dieses spannende Thema Manifestieren. Schreibt uns doch mal gerne ins Kommentarfeld rein, ob wir gut zu sehen und zu hören sind. Und dann können wir gleich starten. Und wenn ihr Fragen habt, bitte, bitte auch gleich schon mal reinschreiben. Ansonsten gehen wir zwischendrin natürlich auch auf eure Fragen gerne ein. Und genau, wir haben Zuschauer, das sehe ich. Schreibt es einfach mal rein, von wo ihr zugeschaltet seid. Die Sabrina aus der Fränkischen Schweiz, ich aus dem Saarland. Aber ich glaube, wir haben hier auch Schweizer und Österreicher dabei. Ist immer interessant zu erfahren, von wo man so sich überall vernetzen kann. Ne? Das Ja. ist schon gigantisch, im jetzigen Zeitalter zu leben und dieses gigantische Medium einfach zu nutzen. Ne? Wer hätte das Ja. früher mal gedacht? Keine Grenzen. Keine Grenzen. Wenn man uns vor 30 Jahren gesagt hätte, man hat mal so ein kleines Teil, da drückt man zwei Tasten und spricht mit jemand aus den USA oder sieht sich hier online und spricht miteinander, hätte jeder gesagt, von Ja. welchem Planeten kommst du denn? Ja, aber die, die groß denken, die träumen, die verändern einfach was. Genau, es war im wahrsten Sinne des Wortes, ich glaube, das kennst du, Sabrina, das kenne ich, wenn wir so Ideen haben. Und das kennst du, liebe Zuschauerinnen, hier vielleicht auch. Du hast so eine Idee, willst etwas verwirklichen. Und dann kommt das Umfeld und sagt, was hast denn du für ein Hirngespinst da im Kopf? Vergiss es, red mit keinem drüber, um Gottes Willen. Ne? Und so ist aber vieles entstanden. Und deshalb möchten wir mit dir heute nochmal über das spannende Thema Manifestieren sprechen. Wir haben letzte Woche ja darüber gesprochen, wie du wirklich alles erreichen kannst. Und heute geht es um das Thema Manifestieren. Und was ich mir heute manifestiert habe, sind zwei wunderbare Kundinnen, die in meiner Akademie sind, mit denen ich arbeiten darf. Da bin ich heute Mittag, das passt so wunderbar hier zu diesem Thema. Deshalb muss ich das mal noch ganz rasch erzählen. Ihr fast vom Hocker gefallen. Die eine hat mir erzählt, sie hat 45.000 Euro manifestiert und die andere mal locker so nebenbei 2.500. Also, Hammer. die Manifestationsenergie ist ganz viel auf unserer Seite. Und wenn wir jetzt im Detail noch darüber sprechen, auf was es ankommt, dann zünden wir die Rakete. Sabrina. mit dir zusammen, Freitag Ja. geht unser Programm los. Abends um 20 Uhr starten wir durch. Da hört ihr hier so in Deutschland, Österreich, Schweiz so Feuerwerk der Manifestationskraft. Genau. Okay, also ihr Lieben, schreibt gerne eure Fragen rein und da gehen wir natürlich drauf ein. Und jetzt, Sabrina. Was ist denn das Geheimnis, das sich hinter dem Thema Manifestieren wirklich verbirgt, dass es funktioniert? Hier in der Gruppe haben ja schon einige mal geschrieben, ich manifestiere regelmäßig, ab und zu, zwischendurch mal. Mal klappt es nicht. Warum? Was kannst du denn da aus deinen eigenen Learnings und vor allem aus deinem Wissen, was du ja mit uns hier teilst, direkt von Bob Proctor mit uns Ja. teilen, Sabrina? Ja. Also erstmal, wir manifestieren ja jetzt schon immer. Das heißt, wir können ja nicht nicht manifestieren, weil alles, was wir irgendwie in uns denken, senden wir ja aus.
Und wir denken ja den lieben langen Tag. Wir haben ja rund 80.000 Gedanken pro Tag. Und manche sind uns gar nicht wirklich bewusst. Und das ist die Krux an der Geschichte, dass unser Unterbewusstsein bzw. unser Bewusstsein auch oft auf Autopilot laufen. Wir nehmen unser Bewusstsein nicht wirklich, wir übernehmen nicht die Kontrolle und lassen dann einfach die Gedanken kommen, von außen einfach rein und lassen von außen entscheiden, was wir in unserem Leben haben. In dem Moment, wo wir aber ganz bewusst uns dafür entscheiden, wirklich unser Denken, unser Fühlen und Handeln auszurichten auf das, was wir wirklich wollen, dann ist der Autopilot ausgeschalten und dann manifestieren wir auch wirklich das, was wir wollen. Plus dranbleiben. Und wirklich hundertprozentig davon überzeugt sein, dass das für dich wahr ist und möglich ist. Es gibt hier keinen, ich probiere es jetzt mal oder mal schauen. Wenn es halt nicht klappt, dann. Wenn du wirklich manifestieren möchtest, dann darf es für dich keinen Plan B geben. Es gibt nur Plan A. Hundertprozentige Entschiedenheit und auch wirklich hundertprozentig darauf einlassen. Ja. Und das ist der Punkt oder der Grund, warum es manchmal klappt. Also ich sage mal so ganz typisch das Beispiel mit dem Parkplatz. Klappt es ja bei ganz vielen. Ja. Aber wenn es dann um, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, größere Dinge geht, und größere Dinge ist auch wieder eine Bewertung, weil was ist denn groß? Na, das machen ja nur wir, die Bewertung. Genau. Ja, also genau. Fürs Universum sind, sage ich mal, 10 Euro genauso viel wie 1.000 Euro oder 100.000 Euro. Das machen nur wir, die Bewertung. Ja. Ja. Na? Und dann darf man es auch so sehen, wie wenn ich ja auch irgendwo im Internet was bestelle und auf den Warenkorb drücke und absende, fange ich ja auch nicht an zu zweifeln. Da habe ich es ja auch irgendwo in den Äther abgegeben. Und da fange ich auch nicht an zu zweifeln, funktioniert das jetzt oder funktioniert das nicht. Sondern ich weiß genau, abgegeben, kommt. Genau. Ja, und der Punkt ist auch, man darf wirklich ganz genau wissen, was du willst. Ja. Also nicht nur so schwammig, sondern wirklich ganz konkret. Ganz konkret, was ist das, was ich wirklich will? Mhm. Ja, also nehme an, du willst dir wirklich dein Traumhaus manifestieren, als Beispiel. Dann darfst du ganz konkret sagen, wo steht es? Wie sieht es aus? Wie groß ist es? Wie sehen die Fenster aus? Ist es weiß angestrichen? Ist es gelb angestrichen? Was für ein Dach hat es? Wie ist es innen? Sind die Wände schön weiß oder sind sie farbig? Welche Teppiche sind da? Welche Farben? Wie ist die Deko? Wie fühle ich mich dann auch, wenn ich da drin bin? Ja, also es darf ganz, ganz konkret sein. Im Äußeren, aber dann auch im Inneren. Denn dieses Gefühl muss mit rein. Ja. Denn Gefühl, das kreiert. Ja. Ja, wir Menschen sind einfach Gefühlswesen. Ja. Und dadurch können wir wirklich uns alles möglich machen. Weil aus diesen Gefühlen bekommen wir Impulse und Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir das dann auch wirklich in die Tat umsetzen können. Ja. Ja. Genau. Ich habe es letzte Woche schon erzählt, wo du das gerade mit dem Traumhaus, bin ja dabei, da umzusiedeln, auch nach Zypern und bin da 2-3 Wochen vom Hocker gefallen, als ich da nach Wohnungen geguckt habe und gesehen habe, dass da eine Wohnung existiert, die vom Style her genauso eingerichtet ist, wie sie auf meiner Zielcollage drauf ist. Sie ist zwar an einem anderen Ort, aber vielleicht soll das dann doch der Ort sein, aber genau in dem Stil. Und so funktioniert es halt einfach. Ja. Alles entsteht hier erstmal im Kopf. Ja. Und das ist eigentlich ist es die einfachste Arbeit und trotzdem so leicht, weil wir dann schon wieder am Zweifeln sind und. Und das hängt einfach damit zusammen, dass im Unbewussten diese Paradigmen, über die wir letzte Woche gesprochen haben, dann aktiv sind und aufpoppen und der ganze Kram losgeht. Ne? Du hast das Traumhaus eben angesprochen. Ich glaube, für viele ist auch ein Thema
endlich mal mehr Geld ins Leben zu ziehen. Ja. Und endlich mal aus dieser gelebt werden Falle rauszukommen, dass am 5. des Monats das Geld schon alle ist. Oder so. Ich meine, ich kenne das aus meinem früheren Leben ja auch. Kenne ich auch. Ja, kennen wir alle irgendwo. Wie schaut es denn da aus, Sabrina? Ganz genauso. Weil das Problem ist meistens, nicht das Problem, sondern die Schwierigkeit, dass die allermeisten Menschen, die lassen sich von den äußeren Umständen bestimmen. Das heißt, jetzt ist aktuell vielleicht kein Geld auf dem Konto oder wenig Geld auf dem Konto und deswegen kann ich nicht. Deswegen ist das für mich nicht möglich, deswegen na. Mhm. Nur der Punkt ist, so erzählst du dir immer wieder, ich habe ja kein Geld, es reicht nicht, es ist nie genug da. Und dann manifestierst du dir das auch immer wieder, weil du denkst es nicht nur, du sagst es wahrscheinlich auch, du erzählst es vielleicht auch noch deinem Partner. Ja. Ja, dann hast du diese miserablen Gefühle dazu. Du handelst auch aus diesem Mangel heraus und hast dann wieder die gleichen Ergebnisse oder ähnliche. Und da ist wirklich der Knackpunkt, dass du dir in diesem Moment, auch wenn es im Außen noch nicht so ist, entscheiden darfst, wie will ich es wirklich haben. Also, als Beispiel, dass du dir erstmal klar machst, was möchtest du monatlich auf dem Konto haben. Ja, also, immer als Beispiel, ich möchte monatlich 5.000 oder 10.000 Euro im Monat Einnahmen haben. Ja, dann ist es erstmal eine Zahl. Und nur wenn du sagst, ach, ich habe jeden Monat 5.000 bis 10.000 Euro Einnahmen, ist das ein schönes Ziel, aber da ist noch kein Gefühl dabei. Ja? Sondern jetzt darfst du wirklich weitergehen. Du darfst dir überlegen, wie denkst du, wie fühlst du, wenn du das wirklich hast? Du gehst da rein. Du stellst dir wirklich vor, was tust du denn, wenn du das jeden Monat auf dem Konto hast? Ja. Ja, also wie fühlst du dich dann? Wie bewegst du dich dann? Wie sprichst du dann? Was tust du? Und du siehst dich da drin. Und du fühlst es. Also, dass dir wirklich manchmal die Tränen vor Dankbarkeit runterlaufen können. Ja. Und das ist der Knackpunkt. Das wirklich konsequent jeden Tag, jede Minute zu tun und immer, wenn irgend so ein Quatschi hochkommt, wegzuschieben und zu sagen, nein, das will ich. Und dich darauf einlassen, jeden Tag und jeden Tag. Und dann kommen Impulse hoch. Dann kommen Impulse, Möglichkeiten. Und dann heißt es natürlich auch reagieren. Also bewusst, ja, agieren dann einfach auf diesen Impulsen. Und dann manifestierst du. Ja, also es ist nicht nur da sitzen und sagen, ach bitte. Na, das ist wünschen. Und das hört sich dann wirklich so spooky an und so mehr nach Hokuspokus. Ja. Manifestieren heißt aber im Einklang sein. Denken, fühlen und handeln. Und da heißt es wirklich dran zu bleiben und umzusetzen. Und nicht nur einen Tag oder zwei Tage oder für 10 Minuten am Tag, sondern ja. Das darf zur Gewohnheit werden. Mhm. Und zwar zu einer total förderlichen Gewohnheit. Ja. Weil Gewohnheiten haben wir jetzt ja auch. Mit unseren Gewohnheiten gestalten wir ja letzten Endes unser Leben ja auch. Ja. Nur die führen meist zu den Ergebnissen, die wir es nicht haben wollen. Und dann hören wir mal was von manifestieren, probieren mal. So das klassische Beispiel mit Parkplatz. Ja, funktioniert. Machen nochmal was Kleineres, funktioniert. Und dann trauen wir uns einmal an was Größeres. Beispiel 10.000 Euro jeden Monat. Den bestellen wir und dann funktioniert das nicht gleich und dann geben wir auf. Und warum funktioniert es oftmals dann nicht gleich? Oder im Weil wir zweifeln. Weil im Unbewussten Themen sind, die es einfach verhindern. Ja. Und weil das Unterbewusstsein dann einfach die Gedanken in uns reinschickt, das ist doch nicht möglich, das schaffst du nicht, du bist nicht gut genug dafür, du bist was auch immer. Ja. Genau. Und der allererste Schritt, und das ist auch das, warum dann viele so scheitern, warum ich ja früher da auch schon gescheitert bin, ich könnte schon weiter sein.
wenn ich denn früher jemanden schon gehabt hätte, der mich an der Hand genommen hätte und oder ich mich hätte an die Hand nehmen lassen, sagen wir mal so. Ich habe ja auch mal gedacht, ich schaffe das alleine. Ne? Bücher gelesen, kleinere Kurse besucht, da kriegt man ja ganz viel auch in Zeiten des Internetalters, so kleinere Manifestationskürzlein oder so, 2 Wochen, 21 Tage manifestieren. Was da immer alles gibt, habe ich ja alles auch schon hinter mir. Aber ich bin dann nicht so an die Hand genommen worden, dass ich dran geblieben wäre. Ja. Das ist einfach das Thema. Es ist eigentlich leicht, das Thema ist aber, wenn man nicht wirklich ganz tief hinschaut, mit Anleitungen, mit Skripten, mit sich selbst wirklich arbeitet und eine total Schritt-für-Schritt-Anleitung bekommt. Und dann ist man wieder ganz schnell im Schneckenhaus zurück. Ne? Das ist so das Thema einfach. Genau. Also du hast ja eben schon gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, sich vorher zu entscheiden. Und dann kommt das Universum in Bewegung. Kenne ich ja auch von mir. Und der Knoten ist da, im Hinblick aufs Geld, wo wir gerade drüber gesprochen haben, dass wir uns da die Geschichte erzählen, ich kann das jetzt nicht machen, weil ich habe jetzt kein Geld. Und das Universum sagt dann, okay, dann hast du mir Befehl, zeigen wir dir noch mehr Mangel. Ne? Ja. Was für viele auch ein Thema ist, ist so das liebe Thema Zeit. Wir haben zwar alle 24 Stunden Zeit, jeden Morgen, wie lange wissen wir nicht, aber zunächst mal, wenn wir morgens aufwachen, gehen wir mal von aus, 24 Stunden. Und dann sagen viele, oh, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich muss erst noch das und das und das und das. Schlimmstenfalls, bis der Moment gekommen ist, wo wir den Körper verlassen. Dann ist es eh zu spät. Ja. Wie kann ich denn manifestieren, anwenden im Hinblick auf Zeit, Zeitmanagement? Weil das ist ja so mit auch das meist rezitierte Mantra. Ich habe keine Zeit. Ja, ne, im Prinzip erzählt man sich auch die ganze Zeit, ich habe keine Zeit. Ja. Ja. Und dann wird es natürlich auch wieder geliefert. Und man kreiert sich dadurch ständig Situationen, die das wieder bestätigen. Dann kommt da noch ein Termin rein, dann fällt vielleicht noch die Kaffeetasse um und ich muss erst noch sauber machen oder. Und dann ist aber auch hier erstmal wichtig zu sagen, okay, wie möchte ich denn eigentlich, dass mein Alltag ausschaut? Wie viel Zeit möchte ich denn haben und für was möchte ich die Zeit haben? Wie fühle ich mich denn dann, wenn ich viel Zeit habe? Beziehungsweise, wenn ich mehr als genügend Zeit habe? Ja, also, weil einfach nur zu sagen, ich möchte mehr Zeit, ist zu unkonkret. Ja. Ich darf schon sagen, wie viel Zeit möchte ich denn für was? Ja, also wenn ich ganz konkret sage, ich möchte jeden Tag 2 Stunden Zeit für mich haben, wo ich mich auf die Couch legen kann oder in die Badewanne und ein Buch lese, dann ist es konkret. Ja. Ja, noch konkreter kannst du auch sagen, okay, jeden Abend möchte ich das haben. Ja, oder jeden Mittag, jeden Vormittag, was auch immer. Aber hier geht es auch wieder darum, konkret. Und was will ich damit und wie fühle ich mich dann? Ja. Ja, weil andere sagen, ja, jeden Abend 2 Stunden auf der Couch ein Buch lesen, schön. Kommt bei mir nichts an. Na, oder kommt bei dir da was an bei dem Satz? Nee, nicht wirklich. Das ist einfach so, klar. Ja, schön. Warum sollte ich da irgendwie in Bewegung kommen? Ne? Genau. Aber wenn jetzt Gefühl reinkommt, weil du dann wirklich dich glücklich fühlst, entspannt, weil du bei dir ankommst, weil du dann einfach es genießt, in so eine kuschelige Fließdecke reinzugehen, vielleicht noch eine heiße Tasse Tee dazu, wo du dann auch noch riechst und wo so ein sinnliches Weihnachtsgefühl jetzt dann vielleicht kommt. Also weißt du, wenn du dann da schon so reingehst, wo du dann sagst, oh, und diese kuschelige Decke dann auf meiner Haut und das knistert im Kamin und ja, das ist ein ganz anderes Gefühl, was da jetzt rüberkommt. Genau. Und wenn du dann dir das wirklich jeden Tag da reingehst und dir das vorstellst, auf einmal kommen Impulse, wie kann ich denn das machen? Dann kommt was. Weil das Wie, wir wollen immer das Wie wissen. Das Wie kommt aber immer erst, wenn du ganz genau weißt, was du willst. Ja, ja. Das ist ja dann auch, das ist genau nochmal das Thema, wenn ich mir jetzt die Geschichte erzähle, ich kann das jetzt nicht umsetzen, ich habe keine Zeit zu manifestieren, weil was auch immer, ich Kinder habe oder zu viel um die Ohren habe oder ich habe kein Geld, weil damit erzähle ich mir diese Geschichte, Universum sagt, okay, dein Wunsch ist mir Befehl und dann machen wir Türen zu. Ja. Und
Oder wir fangen an, irgendwie uns schon mit der Vorstellung, wenn wir uns so tendenziell trauen, in die Richtung zu denken, fangen wir an, mit unserem Kopf etwas kreieren zu wollen, wie es denn dann zu uns kommen muss. Genau. Das sind dann auch so Ansichten und Bewertungen, wo wir letzten Endes aber dann feststecken, weil das Universum, das weiß manchmal ganz seltsame Wege des Wies, es uns ermöglichen kann. Ja. Und da gilt es loszulassen und Vertrauen zu haben. Und indem man aber diese Bestellung so abgibt, Beispiel, ich will das hier jetzt unbedingt machen, das ist jetzt mein Ding, ich weiß genau, das lässt mich den nächsten Quantensprung machen, das fühlt sich hier vom Herzen, von der Seele her total stimmig an, dann geht es wirklich darum, sich zu entscheiden, okay, ich mache das. Und damit gibt man dem Universum auch den Auftrag. Ja. Realistisch werden kann, ne? Ja, der Punkt ist aber halt wirklich, ich tue es. Ja. Nicht, jetzt warte ich doch mal ab, was passiert, sondern wirklich, ich mache das. Und da darf auch ein Commitment her. Ja, weil einfach nur zu sagen, ich mache das, lässt ein Hintertürchen offen. Ja, also ich kenne das ja von mir. Wenn ich mich jetzt, wenn wir jetzt auch so dabei sind, sage ich mal zum Thema vielleicht Coaching, ja, kenne ich von mir ja selbst dieses hundertprozentige Commitment kam bei mir immer erst, wenn ich mich wirklich angemeldet habe. Ja, also nur zu sagen für mich, oh, ich mache das jetzt, dann sind meistens Tage oder manchmal auch Wochen ins Land gegangen. Und dann passiert nichts. Ja. Habe ich nie das Geld bekommen, habe ich nie, weil es war nicht entschieden. Ja. In dem Moment, wo ich habe gesagt, ich tue das jetzt. Auf einmal geht's. Ja, kann ich total unterstreichen. Ging mir auch so, auch wenn ich Herzrasen gekriegt habe, manchmal zu unterschreiben und gedacht habe, oh mein Gott, was machst du hier, bist du jetzt größenwahnsinnig, so viel Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren und unser süßes Köpfchen denkt dann drüber nach, was ist denn, wenn es schief geht und sowas, das denkt gar nicht drüber nach, was ist, wenn es großartig wird, ne? Ja. Aber nur dann, wenn so ein Surren da ist, ist das das Zeichen auch dafür, also auf den ersten Impuls lauschen und wenn dann so dieses Surren da ist, das ist das Zeichen dafür, dass man dann wirklich seine Komfortzone sprengt und das Neuland betritt, was man wirklich betreten will. Ja. Genau. Vielleicht sprechen wir mal nochmal drüber, weil so dieses spaßeshalber Parkplatz manifestieren kennt ja jeder. Machen wir alle, machen wir uns keine Gedanken, wie das Universum dann agiert und reagiert, bestellen und losfahren. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten zwar letzte Woche schon mal darüber gesprochen, aber nochmal die Krux, wenn ich jetzt was Größeres bestelle und was da so im Unbewussten abläuft, was es wirklich verhindert, das sind ja so die Dinge, wo es dann wirklich hinzuschauen gilt. Weil solange ich, wenn ich einfach nur was bestelle, weil ich denke, okay, ich will das Traumhaus oder ich will 50.000 Euro im Monat in mein Leben ziehen, stabiles Einkommen, weil ich soziale Projekte, keine Ahnung was, unterstützen will. Oder keine Ahnung, ich hätte gern unbedingt ein Mercedes oder was auch immer es ist. Das Manifestieren, Bestellen, Abgeben ist das eine, nur hier in uns drin, da sind immer noch so Programme, die es dann letzten Endes verhindern, wo wir uns dann wundern und wo wir dann irgendwann schlimmstenfalls zu der Erkenntnis kommen, bei mir funktioniert das nicht. Ne? Magst du da mal noch was zu nochmal sagen? Ja, das sind einfach, sag ich mal, die Paradigmen, die in uns ablaufen. Paradigmen sind, sind Geflechte aus deinen Glaubenssätzen, aus deinen Gedanken, aus deinen Gefühlen und aus dem, was du tust. Ja, also nicht nur ein kleines Teil, sondern das ist wirklich so ein Geflecht. Und die springen auf einmal an. Und die laufen dann ganz unterbewusst ab und du kannst erstmal nichts dagegen tun, wenn du sie nicht erkennst. Und die gilt es wirklich zu erkennen und auch aufzulösen.
Weil nur wenn du die dann wirklich auflöst, dann kann es auch alles reibungslos funktionieren. So, und ich kenne das von mir. Ich habe meine Paradigmen immer nur oberflächlich gesehen, weil man selber dann irgendwie so einen blinden Fleck bei sich hat. Mhm. Ja? Aber es ist so wichtig, wirklich an den Grund zu kommen. Mhm. Weil nur dann kannst du es ja wirklich auch auflösen. Ja. Funktioniert es bei kleinen und bei großen Dingen. Ja. Weil es ist kein Unterschied. Es ist kein Unterschied. Und dann bist du auf einmal mit dem Universum so. Ja, genau. Ja? Ja, das kann ich von mir selbst auch nur unterstreichen. Man denkt dann für sich, ich habe schon so vieles gemacht, ich weiß so viel, ich weiß um die Dinge, wie das alles zusammenhängt, Gesetz der Anziehung und habe schon viel Heilungsarbeit und Selbstliebearbeit und tralala, keine Ahnung, was auch immer schon gemacht. Und trotzdem verbergen sich immer noch mal so Schatten in einem, ne, die es dann einfach verhindern. Und das habe ich auch total schätzen gelernt, wenn dann jemand Außenstehendes da ist, Mentor, der mit einem da drauf schaut oder der manchmal sogar Dinge ausgräbt, wo man denkt, das ist gar nicht so. Und plötzlich merkt, oh, ist ja doch irgendwas. Ja. Und das sind dann so die absolut befreienden Momente. Und das ist auch einfach letzten Endes der Grund, wenn man wirklich, wirklich, wirklich den nächsten Quantensprung da machen möchte. Also mir ist da bislang, einschließlich mir selbst, noch niemand begegnet, der es dann wirklich alleine geschafft hat. Mit allen Büchern lesen und allen Selbstlernkursen, es funktioniert einfach nicht, weil man selbst nicht so richtig dahinter blickt, wie wenn jemand anderes einem die Anleitung gibt und da drauf schaut. Ne? Also genau. Bis zum gewissen Punkt, okay, Parkplatz. Ja. Und Co., aber wenn es wirklich darum geht, was Großes zu erschaffen, geht es alleine kaum. Ja. Nie, geht es nicht. Also ich korrigiere mich, es geht nicht alleine. Ja. Na, also ich kenne keinen Menschen, der erfolgreich ist, egal ob es jetzt beruflich ist oder privat, der das allein gemacht hat. Mhm. Na, und für mich ist auch klar, also ich werde niemals mehr ohne Mentor sein, weil es einfach die eigenen Schattenseiten sieht man nicht. Ja. Ja, und wir werden immer wieder getriggert von außen und dann ist es wirklich sehr befreiend und auch sehr gut zu wissen, wenn du jemanden da hast, der, wenn du mal wieder so ins Mimimi-Land abrutscht, der dann sagt, ey, guck mal, und ja. Du bist wieder in deiner Kraft. Ja. Ja, aber wir sind ja keine Maschinen. Ja. Und Wissen gibt es heutzutage ja wirklich an jeder Ecke. Aber wirklich dran zu bleiben, umzusetzen, es für dich passend zu machen, das ist das, was heute wirklich wichtig ist. Weil das bringt die Veränderung. Dadurch kommst du wirklich vorwärts. Dadurch bekommst du Ergebnisse. Mhm. Ja, weil nur Wissen zu konsumieren, ja. Ja, da kommt man nicht weit. Da setzt man nicht um, genau. Also manifestieren, wie man es richtig macht, ist wirklich ganz, ich fasse nochmal zusammen, was wir schon mal erarbeitet haben jetzt, wirklich ganz präzise zu bestellen. Mehr Geld heißt eigentlich, wenn ich im nächsten Monat 1 Euro mehr habe, dann habe ich ja schon mehr Geld. Ja. Genau betrachtet. Ne? Also ganz präzise eine Bestellung beim Universum abzugeben und zwar bestenfalls wirklich jeden Tag auf ein neues. Sich zu fragen morgens schon, wie will ich es haben, wie darf der heutige Tag sein und dann ganz gezielt die Bestellung abgeben, ins Gefühl auch reingehen, wie sich das anfühlt, wirklich reingehen. Das heißt fühlen, wie wenn es jetzt schon da ist. Ja. Wie so ein Film vom inneren Auge und du fühlst es einfach. Ja, genau. Wie wenn ich auf der Couch hocke und gucke mir irgend so eine Schnulze ja. an und bin Rotz und Wasser am Heulen. Ja. Da unterscheide ich ja auch nicht, weil das sind ja diese grandiosen Dinge, die wir mit unserem Gehirn ja anstellen können. Da hocke ich eigentlich nur auf der Couch in meinem Raum und weiter ist ja nichts. Aber ich bin so berührt und heule Rotz und Wasser, weil da irgendein Geschehen ist, auf so einer schwarzen Mattscheibe erscheint.
Und so ist das auch mit dem Manifestieren. Das ist das Geheimnis dahinter, dass man wirklich ganz diffizil in dieses Gefühl reingeht. Und dann kann das Universum nichts anderes als die Realität erschaffen. Genau. Das geht aber nur für ganz gewisse Menschen, Sabrina, gell? Nicht für alle, oder? Nee, das geht nur für bestimmte. Ist ja nicht so, dass wir nicht alle aus der gleichen Quelle kommen. Ja. Ja, also Spaß beiseite. Wir kommen ja wirklich alle aus der gleichen Quelle. Und die Menschen, die wirklich ihr Leben auf ein anderes Level bringen, weder Sabrina, ich glaube, ich kann es so sagen, noch ich, noch sonst jemand ist ja so geboren mit der Rückenstärkung, du rockst dein Leben, entdecke deinen Seelenplan, kreiere deinen Seelenberuf und folge deinem Herzen und manifestiere und du kriegst das genialste Leben. Das sind ja Dinge, die ich in meiner Kinderstube nie gehört habe. Wenn ich mit meinen Eltern darüber gesprochen hätte, sag mal, was ist los? Was haben wir da in die Welt gesetzt? Von was redest du? Ne? So, das heißt, wir haben ja selbst uns auch unser Leben jetzt so manifestiert, wie wir es leben. Und du weißt ja auch nicht so gut, wovon du sprichst. Mit Kind, eigentlich verheiratet, aber durch die berufliche Situation eben fast wie alleinerziehend. Mhm. Ne? Und hast alles dir manifestiert und alles auf die Beine gestellt mit Kraft der Gedanken und natürlich auch mit einer Anleitung, dass wie es geht. Ne? Ja. Und umgesetzt, genau. Ja, und es ist dann leicht. Es ist leicht und befreiend, wenn du wirklich weißt, dass du es in der Hand hast, dass du wirklich der Dreh- und Angelpunkt bist und dass du wirklich auch vertrauen darfst. Du darfst dem Leben vertrauen. Ja. Ja. Das ist mit die wichtigste Botschaft, die wir dir hier mitgeben können. Dass jeder von uns aus der gleichen Quelle kommt und jeder hat es wirklich hier verdient und auch du hast dir das mal vorgenommen, dir ein total befreites, glückliches Leben zu erlauben. Du darfst es dir wert sein und zu gestalten, egal in welcher Situation du gerade drin steckst. Egal in welcher, und du bist ja letzten Endes auf der Suche, sonst wärst du ja wahrscheinlich nicht hier in der Gruppe. Irgendwas triggert dich ja an, wo du auf der Suche bist nach Seelenplan, Seelenberuf. Oder wenn du schon, ich habe heute Mittag mit einer wunderbaren Frau gesprochen, die hat das alles schon kreiert, aber es flutscht einfach noch nicht so. Und dann geht es wirklich darum, noch richtig die Bestellung zu lernen, abzugeben und die dahinterliegenden Paradigmen, wo du Sabrina eben noch ein bisschen was zu erklärt hast, die aufzulösen. Und das kann alles andere verändern, sei es jetzt mit dem Herzensbusiness, sei es im privaten Bereich, sei es im beruflichen Bereich, sei es aber auch im gesundheitlichen Bereich. Da hast du so eine tolle Erfahrung jetzt auch mit deiner Tochter gemacht, im gesundheitlichen Bereich. Magst du das nochmal hier mit uns teilen? Ja, im Prinzip, sie hat vor ein paar Wochen noch an der Haut sehr viel Ausschlag gehabt und ich wollte nicht mit Cortison und was auch immer dagegen angehen. Und mein Thema war dann einfach wirklich, ich habe mir Bilder ausgedruckt, wo die Haut noch wirklich so Pfirsichhaut war und habe mir jeden Tag, jede Sekunde diese Bilder angeguckt, mir wieder vorgestellt, wie sich diese Haut angefühlt hat, wie glücklich ich bin, wenn das alles wirklich wieder einwandfrei ist. Und bin jeden Tag, jede Minute da rein, habe jeden Tag ihre Haut abgeküsst und wir haben einfach schon wirklich jetzt schon das gelebt. Und jetzt vor zwei Wochen, war es jetzt eineinhalb Wochen irgendwie, auf einmal wirklich Pfirsichhaut. Ja, das kam nicht nur, dass ich die Bilder angeguckt habe, aber dadurch, dass ich das jetzt wirklich, sag ich mal, gemacht habe, auf einmal kamen Impulse. Und es war ein Impuls, ich bin in diesen einen Bioladen rein und habe mir eine ganz bestimmte Creme geholt für sie. Auch eine Naturcreme, wo Fett und Feuchtigkeit und bin da rein und ich habe bewusst gar nicht gewusst, was ich suche, aber ich bin gezielt dahin. Ja. Und dann auch ganz gezielt habe ich an der Ernährung was geschraubt, aber auch von einem Impuls heraus. Ja. Und nicht so, wie irgendwelche Lehrmeinungen was sagen, sondern wirklich
Das ist einfach gekommen. Ja. Und auf einmal Ergebnis da. Ja. Und unser Kinderarzt, der kann sich das nicht erklären. Der ist davon überzeugt, dass ich Cortison genommen habe. Ja, ja, ja. Da ist es auch ganz klug, nicht drüber zu diskutieren und auch nicht unbedingt dafür. Einfach grinden. Genau, und sich drüber freuen. Und zwei ganz wichtige Botschaften hat Sabrina jetzt gerade nochmal für dich hier zwischen den Zeilen mitgegeben. Zum einen geht es um das auch ins Handeln kommen, die Impulse, die mit dem Manifestieren, mit der Bestellung, die du abgibst, einhergehen, auch zu empfangen, wahrzunehmen und umzusetzen. Also nicht nur da hocken, umsingen zum Beispiel, mal das ganz klasse Beispiel, sondern es geht darum, ins Handeln zu kommen, seinen Impulsen zu folgen und Vertrauen zu haben. Und das kam jetzt hier ganz deutlich rüber. Das Wissen ist in uns drin, weil du hast ganz intuitiv was an der Ernährung geschraubt und hast diese Creme dann noch gekauft. Und das kann dir niemand anderes sagen, was genau für dich richtig ist. Darum geht es auch bei diesem magischen Thema. Richtig manifestieren, die richtigen Ergebnisse für mich in mein Leben ziehen, was zu dir passt. Das kannst nur du aus dir heraus und das kann niemand anderes. Selbst wenn du dich dazu entscheidest, ab Freitag mit uns beiden hier durchzustarten im Programm und über 6 Monate lang hier eine individuelle Begleitung zu haben mit monatlichen Live-Calls und Videos und Skripten und. Für dich machen können wir nicht, aber du wirst mit der Anleitung dieses tiefe Wissen, was in dir verborgen ist, was raus will, was ich zeigen möchte, das wirst du da aus dir herauskitzeln. Ja. Und da kann niemand anderes dir, weder Sabrina noch ich, also wir haben keine Kugel hier, keine Kristallkugel, das ist für den und den, sondern das ist alles in dir verborgen. Ja, und es geht darum, wirklich wie dieses selbstbestimmte Leben zu bekommen. Ja. Dass du das Leben wirklich so führen kannst, wie du willst, egal ob es jetzt um deinen Beruf geht, um deinen Seelenplan, oder um finanzielle Aspekte, um gesundheitliche Beziehung, Liebe, was es auch immer ist. Hm. Die Antwort liegt ja schon da. Und da holen wir einfach wirklich alles raus. Das heißt, du kannst mit diesem Wissen, das kannst und solltest du nicht mehr nur für bestimmte Dinge anwenden, sondern du solltest es zu deiner Lebenseinstellung machen. Ja. Weil dann hast du dein Leben so, wie du es dir wünschst. Ja. Ja, genau. Mir fällt gerade noch ein Beispiel. Vielleicht können wir das auch noch ganz kurz durchleuchten, weil mir heute jemand erzählt hat, dass es so arge gesundheitliche Probleme, ihr Pferd hat arge gesundheitliche Probleme. Da wäre es ja auch nichts anderes. Die Diagnose, die der Arzt stellt, ist das eine. Und dann mit der Gedankenkraft, wie du das bei deiner Tochter gemacht hast, und die Paradigmen, die in einem verborgen sind, die es verhindern letzten Endes, die aufzulösen. Und dann ist auch da letzten Endes ja alles möglich. Und wenn man sich das mal angeeignet hat, das hört ja dann nicht mit einem halben Jahr auf, sondern dann hat man das so intus, ja, dass da alles Großartiges entstehen, ne? Ja. Im Leben. Da wird man mal wach aus der Hypnose. Ja, man wird wach und... Wir leben ja in einer Welt voll von Bewertungen. Mhm. Und die Bewertung gibst ja nur du selbst. Ja. Und da geht es auch darum, wirklich frei zu werden von Bewertungen und wirklich wieder aufs Herz zu hören. Ja, ja, genau. So, manifestieren. Haben wir jetzt Klarheit geschaffen, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Und vor allem für dich als Ermutigung. Auch für dich ist alles möglich. Ganz gleich, wo du jetzt stehst. Du darfst dich dafür entscheiden, durchzustarten, dir die entsprechenden Gewohnheiten anzueignen, dass du wirklich ständig, regelmäßig, ganz präzise deine Bestellung ans Universum abgibst, die entsprechenden Botschaften empfängst, ins Handeln kommst und das tiefe Wissen, was in dir verborgen ist, da wirklich nach außen trägst, und zwar in allen Bereichen eben. Mhm. Ne? Jetzt wäre auch der richtige Zeitpunkt, wenn du noch Fragen hast. Bitte schreib es ins Kommentarfeld rein.
Da gucken wir gleich drauf. Ich habe aber schon viele Fragen die Woche hier schon mal gesammelt. Vielleicht können wir da dann jetzt auch mal noch drauf eingehen. Und dann gucke ich auch immer hier in die Kommentare mal rein. Und schau mal, wer dabei ist, wer sich hier schon mal zeigt. Die Sabine, der Martin, die Gabriele. Oh, schön. Schön, dass ihr da seid. Die anderen, die wir jetzt hier live dabei haben, ihr dürft euch auch gerne zeigen. Schreibt mal rein, von wo ihr zugeschaltet seid. Okay. Gut, ich gucke gleich nochmal in die Kommentare rein. Ja, da gehen wir mal zu den Fragen. Über das Thema Geld, Zeit haben wir ja schon gesprochen. Haben wir über das Thema Zeit gesprochen? Nee, da sind wir noch gar nicht so drauf eingegangen, weil das bei einigen ja auch so im Hintergrund ist. Oder haben wir schon darüber gesprochen? Ich habe jetzt keine Zeit, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wie soll ich denn das gebacken kriegen jetzt? Ach so, genau, darum ging es bei der einen Frau, die Bedenken hatte, dass sie ja sowieso schon so viel am Hut hat und macht und macht und macht und die so gerne jetzt auch mit uns durchstarten würde, aber jetzt noch so Bedenken hatte und vielleicht geht es einigen hier ja auch so. Wie kriege ich denn das jetzt alles noch unter einen Hut? Also wir sprechen jetzt mal über das Programm, das wir am Freitag starten und wir haben noch Trommelwirbel, noch eine ganz besondere Überraschung fällt mir gerade ein. Also das ist absolut gigantisch. Das hätte ich mir bei allen Manifestationen, muss ich ganz ehrlich sagen, noch gar nicht so vor kurzer Zeit erträumen lassen, diese Chance zu bekommen. Aber da kommen wir gleich drauf. Okay, kommen wir nochmal zu dem Thema vom Programm her. Weil einige ja denken, ich bin so in meinem Alltagstrott gefangen und habe sowieso das Gefühl, dass ich eigentlich 30-Stunden-Tag bräuchte und kann mit 24 Stunden nicht auskommen. Und da ist, glaube ich, auch so ein Knoten drin, ne? Dass man denkt, ich muss auch erst wie beim Geld besorgen, erst das und das machen und dann starte ich hier. Weil auch da kann man mit dem Thema Manifestieren ganz, ganz viel erreichen. Ne? Ja, und es ist auch wieder dieser Punkt, ich entscheide mich dafür. Ich entscheide mich dafür, die Zeit zu haben. Und du brauchst ja nicht jeden Tag hier 2 Stunden dir Zeit freischaufeln, sondern du kannst dir die, ich sage immer, du kannst es in deinen Alltag einbauen. Ich habe mir oft Sachen ja, zu eigen gemacht, wenn ich mit den Hunden und mit dem Kind auf dem Spaziergang draußen war. Einfach am Handy die Sachen eingestöpselt und da noch mit angehört. Oder wenn ich irgendwie was gekocht habe, einfach reingestöpselt. Ja, wenn du eine längere Anfahrt mit dem Auto vielleicht auf die Arbeit hast, einstöpseln. Ja, das heißt, du musst dich ja nicht immer hier 2 Stunden vorm PC hinsetzen und sagen, so, und jetzt irgendwie prügel ich was in mich hinein. Ja, und die Inhalte sind auch so, dass du die wirklich in relativ kurzer Zeit konsumieren kannst. Das heißt, du bist nicht hier 2, 3 Stunden pro Tag beschäftigt, aktiv mit den Inhalten. Wo du beschäftigt bist, ist einfach dann beim Gedankenmanagement. Aber das ist einfach Übung, die du aber eh ständig machst. Also egal, was du tust, kannst du dies tun. Und also, guckt, ich bin allein daheim, ein kleines Kind, 2 Hunde, davon ist auch einer ein alte Seniorhündin. Ja, ich muss manchmal nachts raus, dann da raus, dann das Haus sauber halten. Ich habe mein Business. Ja, das Na, ist. also ich weiß, was es heißt, wenn der Tag voll ist. Aber das ist für mich kein Grund. Und das Wertvollste, wenn man sich das mal angewöhnt hat, diese alltäglichen Dinge, die wir ja immer so wuppen dürfen, Haushalt, Familie, meine, auch wenn man, selbst wenn man eine Haushaltshilfe hat, es gibt ja trotzdem noch immer so das ein oder andere, was man halt trotzdem Ja. natürlich macht, ne? Und auch machen möchte. Oder Mama-Taxi von A nach B fahren und solche Dinge. Das ist so, so wertvoll, wenn man diese Zeit nutzt, wie du sagst, einstöpseln und sein Gehirn immer und immer wieder mit solchen Dingen füttert. Ja. Weil dann können andere synaptische Verbindungen hier entstehen, die zu anderen Gewohnheiten fast automatisch führen.
Und wenn man dann noch Skripte hat, wo man nochmal näher hinschauen kann, das ist das Geheimnis dahinter, warum das mit einer Anleitung so gut funktioniert. Ne? Genau, ja. Und das ist dann auch das Thema Zeitmanagement. Bei allem, was wir so tagsüber machen und tun, es gibt ja nichtsdestotrotz auch Menschen, die haben total wenig zu tun und fühlen sich trotzdem gestresst. Und dann gibt es Menschen, die haben, was wir so, wenn wir es beurteilen, bewerten würden, die haben total viel zu tun und sind nicht gestresst. Mhm. Und da liegt auch nochmal dieses Thema, die Macht der Gewohnheit dahinter, weil die machen die Dinge nochmal anders, auf eine andere Art und Weise. Weil wenn es immer so pauschal wäre, Menschen, die ganz viel zu tun haben, die sind auch automatisch gestresst. Das ist ja nicht so. Nee. Das ist so ein gutes Beispiel, was es auf den Punkt bringt, wie die Macht der Gewohnheiten und der Paradigmen, die dahinter sind, nochmal am Wirken sind. Und die wollen einfach angeschaut und auch, also was heißt angeschaut? Ja, erkannt werden. Man muss da nicht anschauen in dem Sinne, dass man da die nächsten 5 Monate sich damit anschauen mit beschäftigt. Nee. Erkennen, wandeln, lösen, zack, weiter geht's. Genau. Das sind so die Schritte. Okay, gut, das noch zum Thema Zeit, was noch an Fragen war. Dann vom Ablauf her, Bob Proctor ist ja kein deutsch sprechender Mann, sondern Englisch. Ne? Mhm. Das Programm steht in deutscher und in englischer Sprache zur Verfügung. Das ist sowas, was ich auch gefragt wurde. Du hast es ins Deutsche übersetzt. Sag mal noch gerne was hier zu diesem Inhalt von Bob Proctor und was sich da so von den Inhalten her verbirgt und wie du was übersetzt hast. Genau. Also es gibt ja, wer teilnimmt, bekommt einerseits direkt Zugriff zu allen Originalinhalten von Bob Proctor selber. Also bekommt dann direkt den Zugang zum Proctor Gallagher Institut und findet dort dann einerseits die Videopräsentationen von Bob direkt, dann auch ein Skript und hin und wieder noch ein Artikel dazu, wo er mal geschrieben hat. Mhm. Plus Übungsblätter. So, das ist alles auf Englisch. Und dann gibt es von mir direkt auf Deutsch auch die ganzen Videoinhalte plus die ganzen Übungsblätter auf Deutsch übersetzt. Mhm. Das Einzige, was nicht übersetzt ist, ist das Skript. Mhm. Das Skript sind aber 1:1 die Inhalte von den Präsentationen. Wenn man das aber gerne hätte, dann kann man sich das auch einfach rauskopieren und in einen Translator eingeben, dann könnte man das auch ganz schnell durchlesen. Mhm. Braucht man aber nicht, weil wirklich alles da ist. Ja. Ja? Mhm. Genau, und das war für mich einfach auch wichtig, weil ja, viele einfach in dem Englisch nicht so fit sind und dann scheuen sie sich davor. Mhm. Und ich war selber, wie ich das angefangen habe, im Englischen nicht wirklich fit und habe mich aber dadurch, dass ich die Ausbildung gemacht habe bei Bob Proctor, einfach immer mehr ins Englische reingefuchst. Weil ich sage, okay, ich will das ja sauber machen können und ich will das verstehen. Und wenn ich von Bob dann selber auch gecoacht werde, dann sollte ich schon ein bisschen der Sprache mächtig sein. Ja. Und ja, das war dann einfach auch der Grund, warum ich mich da immer weiter rein gelernt habe und das Ganze dann einfach auch für meine Kunden dann übersetzt habe. Dass es für die einfach ganz leicht ist. Ja. Ja, weil wenn man sich erstmal hinsetzen muss und dann erstmal ein Video nach dem anderen übersetzt, ja. Genau. Ja, genau. Das heißt, also, es ist wirklich auf beides Zugriff. Mhm. Und ja. Und auch unbegrenzt Zugriff. Ne? Mhm. Es gibt keine Begrenzung da. Das heißt, wenn du am Freitagabend um 20 Uhr mit uns hier durchstartest, dann starten wir hier mit einem Live-Webinar nochmal, so Begrüßungswebinar, wo wir dann nochmal über alles Mögliche auch im Detail sprechen. Du bekommst Zugang zu den ganzen Modulen, du bekommst Zugang zu der geheimen Facebook-Gruppe, wo wir da auch für dich da sind, auch außerhalb der monatlich stattfindenden Live-Calls mit uns beiden und wo du dann einfach auch zwischendrin immer mal wieder Fragen stellen kannst. Wir werden da regelmäßig präsent sein. Ne? Ja, und wo du auch begleitet wirst. Das heißt, wo wir dann auch zusammen deine Paradigmen angucken, wo wir zusammen einfach deine Themen bearbeiten.
Ja, das heißt, du bist die ganze Zeit niemals alleine. Du hast immer wirklich uns an deiner Seite und wir lösen es dann wirklich gemeinsam. Ja, ja. Und was ich auch noch gefragt wurde, ist es auch möglich, gleich so mit zwei Themen zu starten? Von meiner Sichtweise her ist das durchaus möglich, 4, 5 Themen gleich anzupacken, ist too much, aber ein oder maximal zwei Themen, die kann man schon gleichzeitig begleitend hier dann in dem Programm starten. Das heißt, am Freitagabend bekommt jeder dann die Anleitung, wie er überhaupt sein Thema jetzt findet, mit dem er startet. Da wird eine Basis geschaffen und da baut dann alles Weitere drauf auf. Ne? Genau. Also ich würde dann aber auch immer sagen, also zwei Themen ja, weil immer ein Thema, der den Hauptfokus einnehmen sollte. Und oft ist es ja so, ist dieses Thema gelöst, lösen sich viele andere auch mit. Genau. Ja, also es hängt ja trotzdem viel mit zusammen. Ja. Das heißt, man braucht jetzt nicht denken, oh Gott, ich habe hier vielleicht 20, 30 Paradigmen, ich muss jedes einzelne bearbeiten. Oft ist so, wenn man wirklich das Kernthema gelöst hat, lösen sich ganz viele automatisch mit. Wie so eine Kettenreaktion, wie so ein Domino-Effekt. Und das sind so Dinge, die können wir auch von unserem süßen Köpfchen vom Denker her nicht unbedingt so greifen. Das ist dann einfach so. Da hat das Universum schon geniale Dinge für uns vorbereitet, die dann einfach eins nach dem anderen einfach lösen und greifen. Ne? Ja. Genau, gut. Facebook-Gruppe haben wir ja auch schon angesprochen. Was noch? Der Preis, das war noch Thema. Und Einmalzahlung, Ratenzahlung oder sowas. Da haben mich auch noch einige gefragt. Also diese individuelle Begleitung für ein halbes Jahr. Unbegrenzter Zugang zum Institut, zu den ganzen Videomodulen, zu den Übersetzungen von Sabrina und die Begleitung von Sabrina. Und ich gebe natürlich auch noch die Dinge dazu, was ich zu beitragen kann. Das sind 4.900 Euro als Einmalzahlung. Ablauf ist so, den Link poste ich dir gleich mal hier rein. Den habe ich jetzt gar nicht vorbereitet, mache ich gleich. Da meldest du dich an, dann bekommst du eine Rechnung und kannst den Betrag überweisen und schickst uns bitte, bekommst eine E-Mail-Anschrift, den Nachweis von der Überweisung dann als PDF-Datei zu und dann bekommst du den Zugangslink zur Gruppe, zum Programm und Freitagabend, wenn wir dann um 20 Uhr hier starten. Ne? Genau. Liebe Sabrina. Kannst du noch ein bisschen was zum Ablauf sowas sagen, Preis oder so, warum auch keine Ratenzahlung oder sowas möglich ist? Dann suche ich mal ganz rasch den Link raus und poste euch den mal rein. Für diejenigen, die es jetzt erwarten können, mit uns hier durchzustarten, damit ihr nicht länger warten müsst. Gerne. Aber es lohnt sich trotzdem noch dran zu bleiben, denn wir haben noch was ganz Gigantisches. Ja, genau. Preis hat die Irmgard ja jetzt schon gesagt, das sind 4.900. Einmalig. Ratenzahlung gibt es nicht. Und ja, dieser Preis wird auch wirklich jetzt ein einmaliges Special so sein. Das Programm, wenn ihr so ein bisschen im Internet googelt, werdet ihr Zahlen finden zwischen 10 und 14.000 aktuell, wo es kostet. Und ja, dieses Special-Angebot gibt es wirklich im Moment nur bei Irmgard und mir. Einfach weil, ja, wir beide kennen uns jetzt schon länger und wir haben gesagt, komm, wir haben Lust, miteinander das direkt zu machen und deswegen gibt es wirklich dieses Sonderangebot. Das heißt, wenn wir das wieder anbieten, frühestens in einem halben Jahr, wird es nicht mehr zu diesem Preis sein. Ja. Ja. Das heißt, wenn ihr euch überlegt, da wirklich mitzumachen. Ihr möchtet es gerne. Und jetzt kommen da aber auch noch irgendwelche Quatschis hoch. Aber das Geld. Aber wie soll ich denn das jetzt schaffen? Aber. Frag dich, was willst du? Willst du wirklich lernen, wie du alles mit Leichtigkeit in dein Leben holst? Willst du wirklich lernen, wie du Geld, Erfolg, ja, Freude, was es auch immer ist, wirklich ganz easy peasy in dein Leben ziehst? Frag dich wirklich, was kreiert es dir? Was hat das für eine Auswirkung auf dein restliches Leben?
auf dein Privatleben, auf dein Liebesleben, auf dein Business. Denn das sind die Fragen, die zählen sollten. Ja. Ja. Und ich kann selber von mir sagen, ich habe in diesem Jahr schon so hohe Summen in mich investiert, wo mir wirklich kotzübel war, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ja, und ich habe es dennoch getan. Und das ist der Punkt, warum ich heute dort stehe, wo ich stehe. Mhm. Weil ich immer meinem Herzen gefolgt bin, immer meiner Intuition vertraut habe, auch wenn mein Verstand mir irgendwas anderes erzählen wollte und mich in meiner Komfortzone halten wollte. Und da kann ich dir nur wirklich rein aus meiner Erfahrung, aus der Erfahrung mit meinen Coaches, die bei mir sind, aus der Erfahrung von anderen Kollegen, genau dort, wo es dich triggert, wo du denkst, oh Gott, das geht doch nicht, wie soll das für mich möglich sein? Genau dort liegt das Geschenk und dort liegt Wachstum. Und dort bekommst du genau das, was du wirklich brauchst. Ja. Ja. Und ich kann dir da nur versprechen, es passiert dann Magie. Es passiert einfach Magie. Das kann ich unterstreichen und noch was anderes aus meiner Erfahrung von Programmen, die dann noch sich in anderen Preisen bewegt haben. Das ist ja jetzt hier eigentlich ist es ja ein Schnäppchen, muss man so sagen. Ne? Total. Weil, total. Wo dann mein Herz gesagt hat, ja, genau das ist es, mach das. Und meine Seele geschrien hat, mach das. Und mein süßes Köpfchen mir gesagt hat, Oma, noch abwarten. Und nachher, als ich diese Programme dann gebucht habe, habe ich mehr dafür bezahlt. Das ist dann so das schöne Lehrgeld, das man dann zahlt. Nicht nur, dass man in der Zwischenzeit an einem ganz anderen Punkt in seinem Leben schon stehen könnte, sondern man bezahlt auch hier noch mehr. Ja, immer. Also diese Erfahrung habe ich leidlich gemacht. Ja. Also habe ich auch öfters gemacht, ja. Das ist dann das Lehrgeld und das musst du nicht, diese Erfahrung musst du nicht machen. Lausch auf dein Herz, lausch auf deinen ersten Impuls. Wenn es sich gut anfühlt, entscheide dich dafür und das Universum wird in Bewegung kommen und es geht. Nur auf dem Weg geht es einfach. Das haben wir zu Anfang hier. Schaust dir zur Not nachher nochmal, die Aufzeichnung steht ja hier in der Gruppe zur Verfügung noch, kurze Zeit. Schaust dir zur Not nochmal an und schau mit dem Herzen und lausch mit dem Herzen, mit deiner Seele hin, ganz wichtig, und beobachte allenfalls, was dein Köpfchen, was dein Denker dir sagt. Weil das die Erfahrung kennen wir alle im Nachhinein, hätte ich doch nur auf meinen Bauch gehört. Von wem haben wir uns lenken lassen? Von unserem Kopf, der an irgendwelchen Kram, an irgendwelchen Erfahrungen von früher oder von anderen angeknüpft hat. Und schon sind wir wieder im Schneckenhaus zurück und kommen kein Deut weiter, egal in welchem Bereich, beruflich, privat, gesundheitlich, was auch immer es ist. Ne? Genau. Ja, also und geh wirklich mit dieser Frage für dich ran, wow, wie würde mein Leben in 6 Monaten ausschauen? Ja. Genau. Kreiert das mir, das ist eine sehr gute Frage, kreiert das mir hier jetzt ein genialeres Leben, wenn ich das mache? Oder bleibt alles beim Alten, wenn ich es nicht mache? Das ist die Antwort. Und dann lausch auf den Impuls, der da kommt. Genau. Fühlt sich das groß an? Fühlt sich das weit an? Fühlt sich das fürs Herz und für die Seele richtig gut an? Oder bringt das eher eine Enge? Genau. Ja, gut. Was haben wir noch an Fragen? Facebook-Gruppe haben wir drüber gesprochen, über den Preis haben wir gesprochen. Genau, das waren so die Fragen im Groben, das Zeitthema, für was wir da, was wir alles bewegen können, in welchen Bereichen haben wir drüber gesprochen, gesundheitlich, privat. Es greift ja letzten Endes alles ineinander. Wenn du beruflich total unglücklich bist, dann wird sich das auf die private Situation und auch langfristig auf die Gesundheit, also die Energie überhaupt auswirken. Wenn du gesundheitlich nicht auf einem guten Level bist, dann wirst du dein Berufsleben und auch dein Privatleben jetzt auch Auswirkungen haben. Mhm. Alles, wir können es einfach nicht trennen. Das macht uns ja auch aus.
Alle Weltkulturen sprechen ja bei dem Thema Menschsein aus den drei Komponenten Körper plus Geist plus Seele. Und daran hängen der Beruf, der private Bereich und eben auch die Gesundheit. Das ist so. Das ist so. So, Sabrina, jetzt brauche ich hier so eine Trompete, Trommelwirbel oder keine Ahnung was. Mein Mann ist Musiker. Ich hätte mal ja eigentlich hier so eine Trommel hinstellen können. Komm jetzt zu spät auf die Idee. Aber das darfst du uns jetzt verraten. Das hätte ich mir wirklich vor ein paar Tagen in meinen kühnsten Träumen doch noch nicht vorgestellt. Und wäre auch gar nicht so, muss ich ganz ehrlich sein, auf die Idee gekommen, mir das zu manifestieren. Man darf lernen, groß zu fragen. Was dich in der Zusammenarbeit hier noch erwartet, das nächste halbe Jahr hinter den Kulissen im Programm. Welche Chance du hast, die ich mir auf keinen Fall entgehen lassen würde. Ganz, ganz ehrlich. Ja. Also für alle, die mit uns starten, am Freitag gibt es nicht nur die Calls mit uns, die ganzen Inhalte von Bob persönlich plus die Übersetzungen, sondern es wird auch einen Live-Call mit dem Bob Proctor persönlich geben. Wo du ihm wirklich all... Mit Bob Proctor persönlich hast du ein Coaching. Ja. Wo du ihm wirklich deine Fragen direkt stellen darfst und er dir direkt darauf antwortet. Das ist noch inklusive mit dabei. Also, es ist unbezahlbar. Es ist unbezahlbar. Wenn man bei Brock so eine, bei Bob so eine Stunde bucht, nicht nur, dass man Jahre warten muss, sondern dass man eben auch, keine Ahnung, in welchen Betrag man da auch in Vorschuss gehen muss und wenn man überhaupt eine Chance hat, also da bewegen wir uns, glaube ich, im siebenstelligen Bereich, ne? Ja. Durchaus. Und hier, du hast wirklich richtig gehört, der Bob Proctor, das hat Sabrina jetzt noch hinbekommen, im Rahmen dieser 6 Monate, Termin wird dann rechtzeitig bekannt gegeben, hast du die Chance, deine Fragen Bob Proctor direkt zu stellen im Live-Call und er wird dir die Antworten, die Anleitung, was auch immer dein Anliegen ist, präsentieren. Wann hast du die Chance? Wann hast du diese Chance? Und das dann jetzt noch? Ich traue es gar nicht zu sagen, wirklich für 4.900 Euro. Sabrina, das war eigentlich so ein bisschen geistige Umnachtung, was wir da gemacht haben. Ich glaube es auch, ich denke es auch jedes Mal. Aber da müssen wir jetzt bei bleiben, da stehen wir jetzt dazu, ne? Ja. Aber es ist wirklich gigantisch, Sabrina, wie du das jetzt noch hingekriegt hast, noch mit Bob Proctor zusammen einen Termin auf die Beine zu stellen. Das sieht man mal, Sabrina, das wird mir jetzt gerade so bewusst, wie du die Kunst des Manifestierens eigentlich jetzt schon auch total umsetzt, auch in dem Bereich, dass du mit ihm da einen Termin abmachen konntest. Denn, ne? Ja. Hallo? Super. Ja, genau, ihr Lieben. Also, Link ist im Kommentarfeld drin. Ich poste es auch nochmal über dem Video. Melde dich an, lausch auf dein Herz. Ablauf, denke ich, ist soweit klar jetzt. Wenn du noch Fragen hast, dann stell sie noch. Ja, schau nachher noch mal ins Kommentarfeld rein oder schreib mir oder Sabrina gerne auch eine PN, wenn du es hier nicht ganz offen reinschreiben möchtest. Und dann sehen wir uns am Freitagabend um 20 Uhr in der geheimen Gruppe und starten das Manifestationshalbjahr. Legen jetzt den Grundstein. Schau mal, es ist Ende des Jahres jetzt. Sind noch 6 Wochen oder 7 Wochen zum Jahresende. Schau mal, wo du in der Silvesternacht, das ist ja immer so das klassische Beispiel, wo wir Rückschau halten, auch wenn wir das gar nicht wollen, aber irgendwas lässt uns Rückschau halten und lässt uns Ausblick halten. Schau mal, wie du dann jetzt schon auf das jetzige Jahr zurückblickst und auf welche großartige Dinge du im neuen Jahr blickst, was sich da alles verändert für dich in allen Bereichen.
in wirklich allen Bereichen, die du verändern willst. Und das ist wirklich ganz gleich, wo du jetzt stehst. Es ist alles möglich. Bitte nimm das mit. Wir kommen alle aus der gleichen Quelle. Und was für uns möglich ist, was für andere möglich ist, das ist auch für dich möglich. Bitte, bitte, hör auf, dir die Geschichte zu erzählen. Mhm. Es geht nicht, weil ich kann das nicht oder was auch immer. Ja. Du bist mal hierher gekommen, du wolltest großartige Dinge kreieren, du wolltest deinem Herzen folgen, du wolltest die Dinge nach draußen bringen, die in dir drin sind. Mhm. Es ist, bitte, es ist jetzt der Zeitpunkt. Ja. Nutze es. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir freuen uns auf dich. Du hast, glaube ich, jetzt so gemerkt, was für Herzensanliegen da wirklich auch dahinter steckt und ja, dann auch noch so eine große Dankbarkeit, mit Bob Proctor direkt dann auch noch ein Coaching in den Genuss zu kommen. Wir sehen uns Freitagabend 20 Uhr und starten mit dir durch. Genau. Lass uns großartige und zauberhafte Dinge da entstehen, das nächste halbe Jahr. Ja. Ne? Ganz liebe Umarmung, Sabrina, danke nochmal. Gerne. Auch, dass du den Termin da jetzt noch so hinbekommen hast, dass du das noch mit reinholst, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, weil da ganz großartige Dinge entstehen lassen. Ja. Okay. Alles Liebe. Ciao, tschüss. Ciao. Tschüss.